Lazio ist jetzt ja auch keine unbekannte Mannschaft. Also das ist auch eine gute Mannschaft und das haben sie dann auch phasenweise gezeigt und ja, machen sie auch gut. Aber wir haben phasenweise auch gut verteidigt. In der ersten Halbzeit, wie schon gesagt, wenig zugelassen und das müssen wir im Rückspiel jetzt genauso machen. Wir haben in Istanbul, in Marseille, in Kiew gezeigt, dass wir auswärts genauso unsere Tore machen können. Und müssen einfach dahingehend wieder hinkommen, dass wir ja, wieder noch besser verteidigen. Und ciao, grazie. Nach vorne haben wir gesehen, haben wir immer wieder ein paar Möglichkeiten, auch wenn es nur Standardsituationen sind. Und wenn uns da ein Tor gelingt und eben die Null steht, dann ist es auch weiter. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man die Möglichkeit hat, ein zweites Tor zu machen. Und ja, es kommt vor, ist halt passiert. Haben andere auch schon Elfmeter verschossen und ist ja jetzt nicht. Klar, ist ärgerlich vom Ergebnis dann her, aber gibt, glaube ich, im Leben schlimmere Situationen, was man bewältigen muss, wo man wirklich sagen kann, man liegt am Boden, aber jetzt sicherlich nicht aufgrund dieser einen Situation. Ja, natürlich. Also wenn nicht, ist das so, dass wir eine Reihenfolge haben von den Elfmeterschützen her, dass eben der Philipp Dahms und dann der Torben und an dritter Stelle eigentlich ich und wenn beide dann nicht auf dem Platz stehen, klar, werde ich wieder hingehen und den Ball nehmen und schießen. Heute ist ein Unentschieden bei rumgekommen und wir haben noch nichts verloren. Wir können immer noch in die nächste Runde kommen und das ist unser Ziel. Und dementsprechend schauen wir jetzt erstmal auf Hamburg, das ist wichtig, das Spiel. Und dann können wir immer noch weiter schauen nach Rom. Parecchie squadre nel loro girone qui sono venute, sono andate sotto. Es ist wichtig, hier ein Unentschieden geholt zu haben bei einer Mannschaft, die so viele Heimsiege errungen hat. In meinen Augen haben wir gezeigt, dass wir eine komplette Mannschaft sind und dass wir auch auf diesem Niveau in Europa bestehen können. Wir müssen jetzt beweisen, wie stark wir sind, hauptsächlich indem wir uns für die nächste Runde qualifizieren. Bisogna dimostrare il ritorno e soprattutto ottenendo la qualificazione.